leicht. Tatsächlich. Stimmt, wir könnten mal ein Bastelstream machen, indem wir einen Flo basteln. Und Flo muss ihn technisch betreuen. Wie wir Flo bauen. Kommt da der Finger? Nee, der Finger kommt nicht. Da kommt kein Finger. Da freut er sich viel zu sehr, wenn du uns... Not enough. Ach, schade, nur Sternchen. Weißt du, also ihr denkt, den Flo Stinkefinger, den kriegt man immer. Ja? Ihr habt euch aber geschnitten. Ne? Nicht jeder. Wobei kann ich haben. Sagen muss, mit dem Stern kriegst du einen Credit, finde ich praktischer als wirklich ein Herz. Weil mit nochmal drei. Oh Gott. Robin, halt dich fest. Der Maulmann ist da. Vor Freude fliegt Robin also gegen wirklich, einen Stein. Man darf wirklich nichts berühren. Vor Freude fliegt Robin gegen einen Stein. Boah, ist das schwer. Und eine Fliege in mein Maul. Jetzt weiß ich, was du meintest mit das fliegende Teppichlevel ist so schwer. Das ist ja richtig, richtig fies. Ja. Robin, aber das ist kein... Das fliegende Teppichlevel ist aber kein Floßlevel. Ja? Das stimmt. Tatsächlich ist es nicht. Ich bin ja happy, dass der Maulmann hier ist. Ne? Der Maulmann ist ein immer gern gesehener Gast. Und Maulmann zeichnet sich übrigens auch... Ach, schade. Maulmann, an dieser Stelle sei erwähnt, zeichnet sich auch für das Battletoads Artwork verantwortlich. Das, wenn alle Sterne richtig stehen, wohl schon bald eventuell auf einem Zocoloris-T-Shirt abgedruckt sein könnte. Ja. Ich stehe da gerade in Verhandlungen mit diversen Künstlern, die uns da ein schönes Artwork zusammenschrauben, das wir dann natürlich für euch auf ein T-Shirt drucken werden. Wenn wir mega viel Glück haben, dann gibt es das sogar schon zu Gamescom, wenn nicht kurz danach. Aber das wird richtig geil. Fucking geil wird das. Oh, der Robin. Da schlängelt er sich durch den Untergrund von Agrabah. Did it. Oh. You fucking did it! Boah. Wow. Können wir uns mal kurz bitte das hier fotografieren? Oh, blauer Alter. Mann! Schwuler Mann! Mustafa Affe! Ja? Das war ganz schön glücklich gerade, dass ich das so geschafft habe. Das hast du echt ziemlich gut gemacht. Also, ich bin überrascht. Ah, die Musik, oh, die Mucke aber auch ist mega so gut, toll. Mega gut, ey. Also da schwingt nicht nur der Tenkoman, das Tanzbein, ne? Also da. Das ist großartig, das Level. Ich erinnere mich dran, obwohl ich als Kind nicht sonderlich oft, muss ich gestehen, durch das fliegende Teppichlevel gekommen bin. Ich bilde mir aber ein und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Kurz vor dem letzten Endboss kommt nochmal ein fliegendes Teppichlevel. Kann das sein? Kommt da noch ein zweites? Wenn das so ist. Also ich habe da irgendwie sowas im Hinterkopf. Das wäre natürlich blöd für uns. Okay, wir müssen uns kurz über das unterhalten, lieber Bambi. Wie komme ich darüber? Oh Gott. Kann man da nicht einfach springen? Kann man da nicht Anlaufsprung machen? Okay, Anlaufsprung ist... Robin! Ich möchte erstmal das Tuch da unten haben. Das Cobarino, Alter. Okay. So. Boah, hier wird gedanced im Studio. Was ist los? Na klar. Da wird schön. Eieiei. Da wird schön das Tanzbein geschwungen. Aber wer kann's ihm verübeln, meine Freunde? Oh oh. Okay, da habe ich wohl etwas falsch verstanden. Das war's nicht gut. You should have waited for the Monkey Man. The Monkey Man! Because the Monkey Man can. Die Musik ist so unfassbar toll. Der ganze Scheiß juckt mich überhaupt nicht. Das Tuch ist unfassbar wichtig, tatsächlich. Tuch kannst du mit Schultertaste benutzen. I know. Okay. Ha! I know. Fick fuck! Der Mann. Ein Auto, ein Mann und sein Auto, Florian.
So. Am besten wartest du jetzt kurz. Was macht Wusste nicht, was dass man auf ihn warten muss. Ah. Oh, gute Jindo Jun am Start. Eine Karte am Start. Eine Wolke am Start. Ring am Start an Ballons. Wolke am Start. Kaddel. Robin. Pik Ass. Oder Pik 1. Ich kann es nicht lesen, weil es zu verpixelt ist. You did well, my son. Oh. Da hast du dich schön am Intimschmuck der Wolke festhalten können. Glücklicherweise. Beinahe wie im Aerosmith-Video. Aerosmith-Video. Kennst du das? Ich glaub, der Song heißt Crazy. Am Ende macht so ein Mädel einen Bungee-Sprung von einer Brücke. Das ist exakt dieser Song. Einen Bungee-Sprung von der Brücke. Weißt du, weiß? Das letzte Mal habe ich mit dir auf einem englischsprachigen Singspiel auf der Spielstation gespielt, auf einer Hochzeit. Oh, da hast du vollkommen recht. Ja. Und sie macht einfach einen Bungee-Sprung und ist an ihrem Piercing, an ihrem Bauchnabel-Piercing aufgehängt. Tatsächlich hast du letztes Mal das Lied eingeleitet mit den Worten, ist das nicht der Song, in dem das Mädchen am Ende diesen Sprung macht? Das ist mega gut. Das ist so, als würdest du sagen, hey, habt ihr schon das neue Harry Potter Buch gelesen? Das und das passiert. Wie die österreichische Irgendwas-Zeitung. Die österreichische Tageszeitung, die es geschafft hat, einfach das Ende vom neuen Harry Potter Buch am Erscheinungstag zu spoilen. Robin, wenn du es tust, tu es nicht. Ich tu es nicht, aber ich habe trotzdem sehr gelacht. Robin, wenn du es tun würdest, dann stell dir vor, du würdest es nicht tun und würdest dich besser dabei fühlen, es nicht zu tun. Ist das dein Ernst, dass du mich da fast runterschubst? Ist das eine Frage? Nein. Ja doch, war eine Frage, aber ist ja auch vollkommen egal, weil ich darf keine Fragen stellen, die du beantwortest. Ja. Ja. Oh, wieder Abschnitt geschafft. Hui. Aladin freut sich mal so, wenn er das geschafft hat. Finde ich gut. Ja, muss man sagen, die Sounddesigner, die haben auch ganze Arbeit geleistet. Also, ja. Die Genie-Level sind doch absolut fantastisch. Die Genie-Level sind cool, ja. Und der Soundtrack ist auch echt cool. Das Problem ist nur, wenn du ihn fünfmal gehört hast, dann hast du ihn auch irgendwann dick. Ich mag das, dass das gerade die Zungen sind von den Genies, auf denen wir uns bewegen. Ja, das ist schon Sex. Das ist schon Zungensex. Machen wir uns nichts vor. Ich verstehe die Anspielung, weißt du? Der Typ, den du aus der Flasche befreit hast, ne, lässt sich auf seiner Zunge tanzen, ja. Erst musst du an einem langen Hals reiben und dann am Ende auf Zungen. Du kannst ihm schön den ganzen Plack mit deinen Agrabah-Stinkefüßen wegreiben. Ja. Rassismus-Bambi. Was? Du bist deinen Namen gesagt. Du bist ein Taschendieb. Du bist ein Taschendieb aus Agrabah. Ist halt so. Ich meine, leugne nicht deine Profession und Herkunft. Ich finde schön, dass du es Profession nennst. Klar. Was sind Sie vom Beruf? Räuber. Dieb. Diebstahl ist eine Profession. Das möchte ich gerne mal vor Gericht hören. Warum sind Sie eingebrochen, Herr Bamberger? Es ist meine Profession. Es ist meine Bestimmung. Es ist meine Bestimmung, Leute auszurauben. Den Armen zu nehmen und den noch Reicheren zu zeigen, was Armut ist. Ist so. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Das war nicht gut. Wohin mache ich gerade dein Progress zunichte? Ich habe Progress ein englisches Wort gesagt! Ja gut, schön, dass ich ein bisschen horizontal hin und her laufen konnte. So fühle ich mich auch so, als hätte ich was dazu beigetragen. Ach. Shit. Oh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel Level Aladin wirklich hatte. Aber ich hätte das Gefühl, wir kommen ganz gut voran. Ja, da kommt schon noch ein bisschen was, aber das ist ja in Ordnung. Also wir hängen nicht so krass dabei. Über diesem anderen Spiel, über das wir nicht mehr reden wollen. Hat der Flo eigentlich den Twitch, das Spiel aktualisiert? Da waren einige Fälle. Na, hat er nicht. Wir laufen immer noch auf Pinocchio. Darum schaut uns auch keiner zu gerade. Weil keiner will Pinocchio sehen. Pinocchio ist scheiße. Da waren einige falsche Fälle gerade dabei, ne? Aber. Wie? Oh, Maumann, hab 5 Euro reingeworfen. 5 Euro sind 5 Euro sind 5 Euro. Opi-op. Was tue ich hier? Danke, Maumann. Grüße gehen raus an dich. Welches Aladdin-Spiel ist das? Bitte? Welches Aladdin-Spiel ist das? Das ist Aladdin auf Super Nintendo. Ja, das heißt einfach nur Aladdin. Ja, es gibt Aladdin's Castle, es gibt Aladdin's Path of Agrabah, Aladdin's Magic Land oder Wonders of the World.
Das ist Aladdin auf dem Super Nintendo. Hast du gerade ein englisches Wort benutzt? Sondern? Ah! Das hast du alles kaputt gemacht. Das war das letzte Continue. Nein. Doch, war es. This is not good. This is not good. Oh. Ich gebe nur gerade den Code ein. Ja, ich hab auch englische Wörter benutzt. Welcome to Agriburburb! City of Mistastery! Of Enchantment! Gesundheit. Nein, nicht GameStart. Oh. Flo, wir brauchen dich mal kurz. Du musst noch kurz das Spiel restarten. Flo, kannst du gerade einen köstlichen Haufen auf unser SNES legen? Im Idealfall auf die rechte Seite. Der Knopf, der sich leicht drücken lässt. So, ich hab mir den Code abfotografiert hier. Ja, das ist klug. Blauer Mann, schwarzer Mann, Allerdings. Dönermann. Dönermann und Affe. Ganz einfach. Das ist ein schönes Spiel. Hier, blauer Mann, schwarzer Mann, Dönermann und Affe. Ich kann dir da mal eine Geschichte erzählen, eine kleine. Bitte bedenke Regel Nummer 3. Am Samstagabend nach dem Trinken, man stelle sich vor, es ist ungefähr, ja, keine Ahnung, vielleicht 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, von Samstag auf Sonntag oder von Freitag auf Samstag, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich vollkommen egal, wurde bei mir in der kleinen Stadt, ne, wir haben eine sehr große Dönerfladen, du musst rennen, ja, wir haben eine sehr große Dönerfladenbrotbäckerei, die lustigerweise immer am Freitag begonnen hat zu backen, wenn alle Kids gerade betrunken aus den Kneipen strömen. Und diese Brote, die da gebacken wurden, die wurden dann draußen mehr oder weniger zum Abkühlen aufgehängt. Wieso kann ich mir vorstellen, worauf diese Geschichte hinausläuft? Was ist man normalerweise, Robin? Wenn man nach einer durchfeierten, durchzechten Nacht nach Hause kommt, dann ist man hungrig. Ja? Und dann kann man es auch durchaus mal zu einem Sport machen, Dönerfladenbrot, das da zum Trocknen oder Kaltwerden aufgehängt ist, zu entwenden. Ja? Und mein Freund, was da gestern gefischert wurde, das geht auf keine Kuhhaut. Das verspreche ich dir. Das ist absolut der schönste Ausdruck, um etwas zu klauen. Das verspreche ich dir, ey. Wie ich mich herabgeseilt habe, zwischen die ganzen Laserfallen, ja, nur um an ein Dönerfladenbrot zu kommen, das ich für 50 Cent wahrscheinlich auch einfach erwerben hätte können, wenn ich gefragt hätte. Ja. Aber natürlich, Diebesgut schmeckt halt gleich doppelt so gut, muss man sagen. Ist einfach so. Nun ja. Meine kriminellen Gene, meine kriminelle Ader oder so lässt sich nicht verleugnen. Guck mal. The CH Gamer ist hier. Er ist ein bisschen spät, aber er ist da. Und er sagt Hallo. Das solltest du auch tun. Hallo. And this one's for you. Das ist so ein bisschen... Oh, nicht schlecht. Das ist so ein bisschen swingig, oder? Ne? Nennt man das Swing? This kind of music? Sehr funky. Ich finde schade, dass niemand meine Dönerbrot-Diebstahl-Geschichte feiert. Ich habe mich da wirklich gefühlt wie... Ich fand die Dönerbrot-Geschichte. Wie Lupin der Dritte habe ich mich gefühlt, mindestens. Ich habe noch nie was geklaut. Ocean's 11-Style. Ich finde klauen doof. Der Simon von den Rocket Beans hat wohl eine ähnliche Geschichte erlebt. Vielleicht sollten wir einfach mal zusammen Dönerbrote klauen gehen. Ich glaube, das könnte ein sehr gutes Video werden. Ich finde schön, dass der Genie gemerkt hat, dass ich mit den Karten nicht klarkomme, mir nur noch Wolken gibt. Gibt's nur noch Wolken, ey. Das sind die Dumbarts-Wolken, die du hier unter den Arsch gezaubert kriegst. So wirkt es tatsächlich. Robin the Progress Rodman. Nicht schlecht. Ja, leider null Continues. Ist nicht so gut. Dieses Geräusch auch. Wenn du dich am Luftballon festhältst. Oh nein. Wenn du dich am Luftballon festhältst, Robin, das hört sich so an,
Als würde ich dir in den Nippel zwicken. Also als würde ich das dann vertonen. Weißt du? können wir das bitte gerne machen? Nochmal? Oh, schade. Also ging vorbei. Aber du hast noch ein paar Leben. 1, 2, 3. Wieso? Ach, das Tuch ist weg. Das Tuch ist immer weg, wenn man stirbt. Und das ist doof. Ich brauch das Tuch. Ohne Tuch geht's nicht. Oh. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Yes. Das ist mein Lieblingssound. This is my the most beautiful sound I've ever heard. Was ich heute übrigens auch noch gar nicht gemacht habe. Oh. Robin, spürst du es? Wieso musst du immer wieder meiner Comicfigur einen runterholen? Fühlt sich das gut an? Nein, das fühlt sich nicht gut an. Bitte. Soll ich weitermachen? Bitte unterlassen Sie das. Heißt nein, ja? Muss man aufpassen, ne? Sonst haben wir gleich eine Gina-Lisa-Story hier am Start. Ne? Vorsicht, Vorsicht. Das war so inappropriate, wolltest du sagen? Wolltest du inappropriate sagen? Wolltest du nicht, oder? Nee. Du hast mir auf eine Frage geantwortet. Nee. Ich weiß nicht, also wenn der Kaiser Flönsburg nicht mal mehr mich spielen sehen möchte, ne? Also, danke. Klar, Bobby ist müde, hätte vor 5 Stunden ins Bettchen gemusst. Und mal ein Continue ran, bitte. Nein, mach ich easy, ist kein Ding für dich. Und auch für mich. Ich glaube, das Problem ist. Roter Stern! Guck mal, Genie-Gesicht. Roter Stern! Das wird ein roter Stern, glaube ich. Das wird ein roter. Oder ein 2-Up. 2-Up. Auch nee, gut. Roter Stern. 2-Up. 2 hoch ist auch gut. Ich glaube, Bambi ist müde. Hätte vor 5 Stunden ins Bettchen gemusst. Ist vollkommen richtig. Ne? Oh, geil. Dies ist gut. Ne? Bambi ist nämlich der heute trinken muss, leider. Weil Robin leider zu sehr mit Spielen beschäftigt ist. Und ich habe 5-mal deinen Namen gesagt, bitteschön. Wow, das hat Spaß gemacht. Aladdin, ey, best game ever. Das nicht schlecht. Einfach jetzt mal konzentriert an die Sache rangehen. Mir fehlt das Tuch. Also da... Ich dachte, mit deiner Zunge wärst du besser. Hab ich öfters gehört schon. Vorsicht. Vorsicht, spring auf den Schmuck. Ob das Intim-Piercing? Weiß ja auch nicht, ey. Guck mal, die Ranke hat ein Intim-Piercing. Die Zunge ist zu kurz. Auch ein sehr weit verbreitetes Problem. Guck mal, CH Gamer hat hier gerade eine anständige Geschichte am Start, die meine komplett in den Schatten stellt. Ich lese sie dir mal eben vor. Bei mir im Dorf bricht immer ein gleicher Typ in die Dönerbude ein, um sich Döner zu machen. Und nach den dutzenden Einbrüchen ist er immer noch nicht verhaftet worden, was ziemlich scheiße für den Ladenbesitzer ist, obwohl der Täter der Polizei längst bekannt ist. Ich meine, er ist halt hungrig, weißt du? Kriminelle Energien, ne, manifestieren sich meist in Hunger. Ja. Weißt du? Wer kennt's nicht? Bank ausgeraubt, erstmal zu McDonald's. Ja. Und da ist mal gebastelt worden. Wer kennt's nicht? Der gute nach dem Banküberfall erstmal zum McDonalds-Move. Alter, und da war ein schönes Sparmenü, weißt du? Weil ich mein, du willst ja das geklaute Geld nicht direkt wieder in den Sand setzen. Ja. Da wird schön das Kindermenü gekauft. Ich nehme nur eine zuckerfreie Cola. Soden Eggs. 10,12 €. Fuck yeah. Beinahe spaßig, was? Ich kann es nicht ganz lesen. Zum Glück wart ihr ein Level drüber. You did it. Das Spiel ist übrigens von Capcom, hab ich dir schon erzählt, Robin? Und das, meine Damen und Herren, ist ein Mann, der nicht abgeben möchte. Schlecht im Teilen, aber euch zuliebe, weil er die Person ist, die gerade noch das Auto steuern darf. Hast du schon so die Lampe an? Die Lampe ist an, definitiv. Die Lampe ist an.
Ich will doch einfach nur, dass wir vorankommen. Mehr will ich doch gar nicht. Aber es macht mir das Spiel gar nicht so leicht. Was ist los? Oh Gott. Hör auf, auf meinen Nippel rumzuspielen, bitte. Was machst du da denn? Wow. Das ist ein Geräusch. Stell dir mal vor, du machst dir Sounds für dieses Spiel. Du kommst doch nicht auf die Idee, dass ich kletter eine Ledge hoch, so. Oh, dann macht er das Passwort. Dann macht er einen Screenshot. Robin, niemand würde doch einem "ich zieh mich irgendwo hoch" den Sound von geben, oder? Oh, super. Ich zieh mich hoch. Stell dir mal vor, im Fitnessstudio, ne, Robin? Ich weiß, du hast eine Mitgliedschaft am Start und so. Stell dir vor, du würdest Klimmzüge machen. Ja? Und jedes Mal, wenn du einen Klimmzug machst, furzt du. Das wird bei mir nicht lange dauern, weil ich wahrscheinlich nur einen Klimmzug schaffe insgesamt, aber. Robin hat ja auch ein bisschen dickere Arme als ich. Das heißt, die Kraft, die Kräftigkeit, ne? Die ist in ihm verankert. Die Kräftigkeit. Kräftigkeit, schönes Wort. Eine meiner liebsten Familienduell- oder Ruckzuck-Folgen. Ich weiß es gerade gar nicht. Oder was war es? Nee, du bist der Schwächste. Du fliegst und tschüss. Du bist der Schwächste, ist meine Lieblingssendung. Du bist der Schwächste. Ich weiß gerade gar nicht, wie die... Du bist der Schwächste. Der Schwächste fliegt, hieß die Sendung. Der Schwächste fliegt mit Sonja Zietlow? Ja, genau. Du bist der Schwächste. Aber das ist ziemlich sinnbildlich für diese Sendung, muss man auch sagen. Du also bist der Schwächste. Wer kennt es nicht, das Erfolgsformat mit Sonja Zietlow? Du bist der Schwächste. Alter, das ist aber... Das ist schon sehr nah dran. Also es beschreibt die Sendung sehr gut. Ja. Du bist der Schwächste. Wieso gibt es diese...